So, und hier und hier und zack, in Windeseile entsteht ein kleines Häuschen und zwar mit SnapX. Ich stelle euch heute das brandneue Bausystem von Betzold einmal genauer vor, also bleibt dran. Ich bin's, der Christoph, und ich heiße euch herzlich willkommen zu Betzold TV. Diejenigen von euch, die uns an unserem Stand auf der Didakta besucht haben, haben es vielleicht schon gesehen oder sogar ausprobiert. Und zwar SnapX, das brandneue Bausystem von Betzold. Ich möchte euch heute SnapX einmal etwas genauer vorstellen. SnapX gibt es in vier verschiedenen Varianten. Einmal mit 100 Teilen, 300, 500 und 700 Teilen. Ich habe hier die kleinste Box und ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal, was da so drin steckt. Wir haben hier zum einen eine Packung mit vielen Verbindungsstücken. Dann haben wir diese Quadrate, das ist so, die sind so die Basisteile. Die gibt es in verschiedenen Farben. Weiß, orange, grün, blau und rot. Und dann gibt es diese Variante noch mit so einer Steinoptik. Da kann man perfekt irgendwelche Ritterburgen zum Beispiel bauen. Dann gibt es hier noch so Gitter, die man als Tore oder Türen verwenden kann. Baue ich mal eben zusammen. Da gibt es zwei von. Und dann schauen wir uns doch mal noch diese Verbindungsteile genauer an. Was es da so alles gibt. Hier gibt es einmal eine ganze Reihe von so Turmzinnen. Dann haben wir Eckverbindungen in Weiß und Grau. Und Verbindungsstücke, die flexibel sind, sodass man da auch verschiedengradige Winkel zusammenstecken kann. Und dann noch starre Verbindungsstücke. Diese gibt es auch noch in Rot. Und dann noch diese Dreiecke. Die lassen sich hier bei diesen Verbindungsstücken dazwischen schieben. So kann man dann nochmal um die Ecke bauen. Ihr seht, da steckt schon eine Menge drin in der kleinsten Box. So, aber wie funktioniert das Ganze? Das ist ziemlich einfach. Wir nehmen uns mal hier so zwei Wände, dann ein Verbindungsstück und das schieben wir einfach auf irgendeiner Seite hier rein, nehmen das andere Teil. Und schon haben wir eine größere Wand. Dann nehmen wir hier eine Ecke. Und so können wir ratzfatz ein kleines Gebäude bauen. Zack. 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 Und schon sind die Grundmauern unseres Häuschens fertig. Wenn wir jetzt hier noch hier eine Wand reinbauen wollen, dann benötigen wir diese dreieckigen Teile. Die schieben wir hier einfach dazwischen. Und dann können wir hier noch eine Wand reinbauen. Das Ganze ist ziemlich stabil und elastisch. Wir können da einfach ein bisschen dran ziehen und stecken das wieder zusammen. Das ist ziemlich nahezu unkaputtbar. So, jetzt machen wir da noch ein kleines Dächlein drauf. Dazu brauchen wir dann eben diese flexiblen Teile. Da stecken wir hier oben welche rein. Auf jede Seite. So. Und ich lege das mal hier zur Seite. Machen wir ein blaues Dach daraus. Klick.
Klick. Und wie ihr seht, es geht wirklich unglaublich schnell. Und dann hat man da schon ein größeres Häuschen. Eine Doppelhaushälfte quasi. Ja, wie ihr seht, so kleine Häuschen lassen sich wirklich im Nu erstellen. Aber ihr wollt sicher sehen, was man denn aus SnapEx noch so alles bauen kann. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, wie ihr seht, ich war fleißig am Bauen. Okay, zugegeben, das haben meine Kollegen gebaut. Vielen Dank dafür. Aber ihr seht, was man alles aus SnapEx bauen kann. Hier so eine schöne Ritterburg, große Gebäude. In den größeren Boxen sind dann teilweise auch noch andere Farbvarianten dabei. Oder ganz neue Teile, wie zum Beispiel diese Flammen. Oder so ein Bahnsystem. Kann man zum Beispiel eine Murmelbahn draus bauen oder ein Auto runterfahren lassen. Der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. SnapEx eignet sich bereits für Kinder ab 4 Jahren. Das einfache Stecksystem ist schnell gelernt und im Windeseile haben sie dann auch tolle Ergebnisse und können große Gebäude bauen. Noch gibt es SnapEx zum Einführungspreis, also schnell zugreifen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie findet ihr das neue Bausystem? Habt ihr schon mal davon gehört? Habt ihr es vielleicht auf der Didakta sogar ausprobieren können? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Ich freue mich über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterbauen. Das war BetzoldTV für diese Woche. Ich bin der Christoph und tschüss.